Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch das erste FAQ auf meinem YouTube-Kanal. Es haben sich in letzter Zeit einige Fragen angesammelt, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook, als auch direkt hier unten in den Kommentaren. Deshalb würde ich sagen, wir legen gleich los. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir die Fragen vorher nicht genau angeschaut, also ich habe sie zwar rausgeschrieben, aber ich habe mir die irgendwie nicht in irgendeine Reihenfolge gelegt. Deshalb bin ich jetzt auch ziemlich gespannt, was auf mich zukommt. Ich habe mir keine Antworten überlegt. Deshalb würde ich sagen, wir fangen einfach mit der ersten Frage an. Frage Nummer 1, die ziemlich oft gestellt wurde und die ich an dieser Stelle jetzt auch gerne beantworten möchte, ist: Was machst du nach dem Abi? Also was sind deine Pläne nach dem Abitur? Und ich würde gerne ein Fernstudium in Richtung Medien und Kommunikation machen und nebenbei eben die Chance nutzen, um zu reisen und zu jobben. Also quasi eine Art Work and Travel und nebenbei Studium. Frage Nummer 2. Wie kommt man in Kontakt mit Autoren oder wie nimmt man mit Autoren allgemein Kontakt auf? Dazu muss ich sagen, ich habe wenig Kontakt selbst mit Autoren aufgenommen. Die meisten Autoren haben tatsächlich mit mir Kontakt aufgenommen, als sie gemerkt haben, dass ich Bloggerin bin und dass ich das eben auch, ja, schon ganz gut mache, würde ich sagen. Und tatsächlich über Facebook hauptsächlich, ein bisschen über Instagram, aber ich würde sagen, Facebook ist da schon so der Point of view, wenn man mit Autoren Kontakt haben möchte. Da sind natürlich vor allem die Self-Publisher, die Indie-Autoren vertreten und ich würde sagen, mit denen kommt man auch am leichtesten in Kontakt. Ansonsten natürlich auch klassischerweise über den Verlag, wobei das dann meistens mehr die großen Autoren sind und sich das dann auch meistens auf Messen beschränkt oder eben auf Events, wo man die dann interviewen kann. Frage Nummer 3. Welches ist dein absolutes Lieblingsbuch? Ja gut, ich hab ehrlicherweise keine bessere Antwort, als zu sagen Harry Potter. Wobei das irgendwo auch nicht stimmt. Es gibt tatsächlich viele Bücher, die ich sehr gerne habe. Wer meine Jahreshighlights-Videos kennt, der weiß, wie viele Bücher das tatsächlich sind. Aber ich würde sagen, so rein vom emotionalen Wert, der auch dahinter steckt, Harry Potter und Tintenherz. Wen würdest du gerne mal treffen? Da weiß ich jetzt tatsächlich nicht so ganz genau, wie die Frage gemeint ist, ob sich das jetzt auf Autoren bezieht, auf Buchcharaktere oder auf Celebrities im Allgemeinen. Aber ich würde an Autoren tatsächlich sehr gerne mal J.K. Rowling natürlich treffen. Aber auch ein Stephen King würde mich sehr reizen. Sebastian Fitzek habe ich schon getroffen, deshalb ist der jetzt gerade mal nicht auf der Liste. Aber ich denke, J.K. Rowling und Stephen King wäre schon sehr interessant. Und wenn man jetzt von Celebrities im Allgemeinen ausgeht, würde ich sehr gerne tatsächlich mal James Cameron treffen, also den Regisseur von Avatar zum Beispiel oder Titanic. Und ich würde sehr gerne mal Hugh Jackman treffen. Den finde ich ziemlich cool. Wie kamst du auf die Idee zum Bloggen? Ich habe die Geschichte schon einige Male erzählt und ich kann sie natürlich gerne nochmal erzählen. Das Ganze ist aus einer Art finanziellen Not heraus entstanden, also nicht wirklich eine finanzielle Not. Aber wenn man sehr gerne liest und sehr viel liest, dann erzählen einem irgendwann die Verwandten zu Weihnachten, wir wollen dir keine Bücher mehr schenken. Und dann hat man als Vielleser irgendwann ein Problem, wenn man nicht selbst verdient, sondern eben nur ein kleines Taschengeld hat. Und ich bin dann drauf gekommen, weil ich gegoogelt habe, wie man kostenlos an Bücher rankommt tatsächlich. Und ja, daraufhin bin ich dann auf die Verlage gestoßen, darauf gestoßen, dass man kostenlos Rezensionsexemplare anfragen kann, wenn man eben einen Blog hat und Rezensionen dazu schreibt. Und so bin ich in das Ganze reingerutscht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich heute noch blogge, damit ich kostenlos Bücher bekomme. Nein, ganz so ist es nicht. Das habe ich auch eigentlich nie gemacht. Aber das war halt so der Punkt, wie ich überhaupt auf das Ganze gekommen bin. Also auf dem Blog, dann später auf YouTube und eben einfach auf die Idee, mit Verlagen sich auszutauschen, mit Autoren in Kontakt zu kommen. Das ist eigentlich genau durch diese Geschichte entstanden. Welche Charaktereigenschaft an dir kannst du nicht leiden? Schwierige Frage. Eigentlich soll man sich ja immer so lieben, wie man selbst ist. Man soll aber auch an seinem Charakter arbeiten. Ich persönlich finde mich immer ganz schön anstrengend, wenn ich arrogant werde. Also sollte man vielleicht erklären. Ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich eine sonderlich arrogante Person bin, aber wenn mir irgendwas auf die Nerven geht, wenn ich von irgendeiner Person genervt bin oder mir einfach irgendwas nicht passt, dann sage ich das sehr gerne. Ich sage sehr gerne meine Meinung und auch zu Leuten, die älter sind als ich, zu Leuten, vor denen ich Respekt haben sollte, haben muss, haben darf, haben kann, wie auch immer. Und das gefällt den Leuten manchmal nicht. Und ich sage meine Meinung, das finde ich an mir eigentlich auch ziemlich gut, dass ich das eigentlich tue. Aber
bei manchen Leuten kommt das schnell arrogant rüber und ich merke an mir selber, dass wenn ich wirklich sauer auf irgendwas bin, dass ich dann schnell arrogant werden kann. Also das nervt mich manchmal ein bisschen. Hast du eine aktuelle Serienempfehlung? Tatsächlich habe ich aktuelle Serienempfehlungen für euch. Wenn ihr wollt, kann ich dazu gerne noch ein extra Video machen. Was mir jetzt spontan einfallen würde, ist die Serie Black Mirror, die ich sehr, sehr gut finde. Ansonsten auch Chesapeake Shores, das ist so eine ja, Teenie-Romantik-Serie eigentlich, aber ich finde sie ziemlich cool. Ist gut erzählt, ist nachvollziehbar erzählt und ich finde sie einfach ja, in der ganzen Machart sehr, sehr cool. Und eine noch aktuelle Serie ist Haus des Geldes, die ich auch sehr, sehr cool finde, aber ich glaube, zu der habe ich schon oft genug was gesagt. Wie schützt du deine Privatsphäre als Bloggerin? Fand ich tatsächlich eine interessante Frage, weil ich ja jetzt nur nicht die große Bloggerin bin. Also ich bin nicht irgendwie öffentlich so bekannt, dass ich meine Privatsphäre... Also doch, man muss seine Privatsphäre immer schützen, wenn man irgendwo unterwegs ist, aber ich bin niemand, wo Leute googeln würden oder sich so krass dafür interessieren oder so. Kurz gesagt, ich bin niemand, über den Promiflash berichten würde. Aber es ist eine interessante Frage, denn auch ich muss natürlich irgendwo meine Privatsphäre schützen. Ich möchte meine Privatsphäre schützen und vor allem möchte ich nicht, dass Leute alles über mich erfahren, beziehungsweise ja auch vor allem über mein privates Umfeld erfahren. Wie mache ich das? Ich würde sagen, ich schreibe die Information einfach nirgendwo hin und lasse die Leute nicht daran teilhaben. Das ist schon das ganze Geheimnis. Nee, im Ernst, ich habe da kein Geheimnis für oder so. Kein How-to, wie schütze ich meine Privatsphäre. Ich passe einfach auf, was ich sage. Ich passe auf, dass das, was ich sage, authentisch ist. Und vor allem, ja, dass ich hinter dem stehe, was ich sage. Und nicht irgendwie Informationen rausgebe, die andere Leute gegen mich verwenden könnten oder vor allem auch die andere Leute ja irgendwie dazu veranlassen könnten, komische Dinge zu tun, die im Internet manchmal passieren. Hast du schon mal daran gedacht, mit dem Bloggen aufzuhören? Nö, eigentlich nicht. Es gibt natürlich Phasen, da vernachlässigt man YouTube, da vernachlässigt man auch mal seinen Blog, so in den Klausurenphasen oder es gibt natürlich auch Flauten, wo man dann keine Lust hat, keine Ideen hat. Aber ich habe nie ernsthaft daran gedacht, damit aufzuhören, weil das einfach das ist, was ich von ganzem Herzen liebe und deshalb niemals aufgeben würde. Auch eine sehr, sehr interessante Frage, wie ich finde. Welcher deiner Blogartikel ist der erfolgreichste? Ich würde das Ganze jetzt mal so ein bisschen splitten in Blogartikel und YouTube-Video. Das hat mich nämlich letztens ein bisschen geschockt, erzähle ich euch gleich. Bei den Blogartikeln ist es, würde ich behaupten, immer noch nach wie vor der Artikel zum Thema Urheberrecht und Datenschutz auf Blogs. Ich habe da mal so einen Beitrag zugeschrieben, als das Ganze mit der DSGVO noch gar nicht so im Gespräch war, sondern hauptsächlich über Urheberrecht, über Impressumspflicht und so. So ein How-to, was Blogger rechtlich beachten müssen. Das ist, würde ich behaupten, mein erfolgreichster Artikel. Und auf YouTube ist das sehr interessant. Also das meistgeklickteste Video ist tatsächlich, wie schreibe ich die perfekte Rezension? Verlinke ich euch gerne da oben. Und das erfolgreichste Video, was in kürzester Zeit schnell erfolgreich wurde, ist tatsächlich das vorvorletzte Video, was ich hochgeladen habe, glaube ich. Das müsste meine Haarroutine gewesen sein. Das hat tatsächlich über Nacht was bei fast 100 Klicks bekommen, was für meine Verhältnisse schon ziemlich gut ist. Und das hat mich ganz schön überrascht. Andererseits hat es mich auch nicht überrascht, denn ich denke, wenn ich anfangen würde, in die Beauty-Schiene zu gehen, würde das hier alles sehr, sehr viel schneller groß werden. Keine Angst, werde ich nicht tun. Aber da sieht man mal wieder, was aktuell geklickt wird, was aktuell die Leute sehen wollen. Und das fand ich schon ziemlich erstaunlich. Welche YouTuber schaust du privat? Auch eine interessante Frage, wie ich finde, denn ich schaue tatsächlich gar nicht so viele YouTuber. Ich habe mal eine Zeit lang ziemlich, ziemlich viel YouTube geguckt. Mittlerweile bin ich da mehr so auf dem Serientrip gelandet. Aber YouTuber, die ich immer noch verfolge, sind auf jeden Fall Manda. Ich verlinke euch die Kanäle alle unten in der Infobox, wenn ihr mögt. Die machen so Alltagsvlogs im Prinzip und geben halt total viel Inspiration. Und ich finde deren Lifestyle sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend und einfach total motivierend. Deshalb gucke ich die gerne. Ist ein junges Pärchen, Marie und Alex. Und vielleicht kennt ihr die ja. Die gucke ich sehr gerne. Die haben auch beide noch einzelne YouTube-Kanäle, die ich auch ab und zu mal verfolge, aber nicht so intensiv wie eben Manda. Ansonsten schaue ich noch ganz gerne Le Floyd. Der macht News. Ich denke, der ist euch allen bekannt.
Von der Machart her gucke ich auch ab und zu ganz gerne mal ein Julian Bam Video, einfach weil sie halt filmisch extrem gut sind. Jacko Wusch gucke ich auch gerne, wobei ich auch bei ihr die Podcasts mittlerweile fast besser finde. Ich glaube, das sind schon so die YouTuber, die ich wirklich regelmäßig gucke. Also ich habe einige abonniert. Ich gucke auch natürlich von einigen Videos, aber das sind so die, die ich glaube ich regelmäßig gucke. Was wolltest du als Kind werden? Als Kind wollte ich tatsächlich Kriminalpolizistin werden. Eine ganze Zeit lang, bis ich so 13 war oder so, dann wollte ich Schauspielerin werden. Und jetzt würde ich gerne Medien und Kommunikation studieren. Also hat sich doch ein bisschen was verändert. Und die letzte Frage, und wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Frage, um damit abzuschließen und sie gleich an euch weiterzugeben. Bist du gerade glücklich? Also ich für mich kann sagen, ich bin gerade definitiv glücklich. Mir geht's super, ich habe nichts, was ich momentan vermisse, deshalb alles paletti, mir geht's gut. Aber was ist mit euch? Geht's euch auch gut? Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen, das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich finde, das ist eine Frage, die wir viel zu selten stellen. Und wenn ihr noch Lust habt, ein weiteres Video von mir zu schauen, klickt gerne da oben oder abonniert auf der Seite meinen Kanal. Freut mich natürlich auch sehr. Willkommen an alle neuen Abonnenten da draußen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao!